und herzlich willkommen zurück bei Guardian Nature, Guardian City, City Skyline. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir werden heute unsere Stadt weiter erblühen lassen. Und dafür haben wir letzte Woche schon in einer zweiten Folge diese zwei Stadtgebiete hochgezogen. Die werden wir heute, wie zu sehen, schon mit weiteren Häusern und Bewohnern verschönern. Dass unsere Stadt mal hier über die 1000 kommt und eventuell sogar schon auf die 2500. Was steht heute an? Heute steht auf jeden Fall an, dass wir das hier mit Bürgern befüllen, hier unser Industriegebiet ein bisschen vergrößern und was ich mir überlegt habe, schon mal eine Zuleitung von hier schön von der Autobahn schön auf diese Insel zu ziehen, wo wir dann unsere Hauptstadt hinsetzen werden. Die eignet sich ganz gut hier. Das, was ihr sehen könnt, diese Küste, die werden wir noch ein bisschen abändern müssen, weil hier doch ziemliche Gefahr von Tsunamis ausgehen wird. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir direkt an. Ich mache erstmal hier ein paar Gebäude hin. Das könnten wir auch natürlich viel schneller machen. Oh, das war die falsche Tasse. Schöpfer, schön. Hiermit. Nein, hiermit. Hier. So, damit können wir ganze Gebiete grün ziehen, beziehungsweise auch in den anderen Gebieten, von Gewerbegebiet, Industriegebiet. Das kann man machen, wenn man hier so ein schönes Viereck hat, wie wir hier heute. Dann kann man das ohne Problem machen. Ansonsten hätten wir zum Beispiel diesen Kreisverkehr, wäre das echt ein bisschen blöd. Ja, so, unsere Bürger scheinen hier unten eindeutig nach Gewerbe. Das können wir ja mal hier gerade nehmen, unsere nehmen unser gerade aufgebautes schönes Krankenhaus. Das haben wir nämlich hier. Sehen wir. Eine schöne kleine Arztpraxis, die kümmert sich darum, dass bei uns in der Stadt alle Leute bei Bewusstsein bleiben. Und gesund. So, hier scheint schon hier nach Wasser. Da haben wir uns noch nicht drum gekümmert. Das machen wir jetzt. Ja, wo ist es denn? Ach, hier der Filter war. So. Ist alles nur ein bisschen ineffektiv, aber weiterhin gilt Hauptsache erstmal Geld einnehmen. Die Lebe mittlerweile schon $2000 ein, das ist schon mal ganz gut. Die dürfte auch ganz okay sein. Ja, wir sollten hier langsamer ein neues Energiegebäude hinsetzen. Guck hier mal, Kraftwerk halte ich gar nichts von, ist einfach viel zu viel Überschmutzung. Das möchte ich einfach nicht. Wir setzen hier noch ein paar Windparks hin. Wird langsam ein bisschen ineffizient. Vielleicht setzen wir das hier an die Küste. Ort können wir direkt hier. Ja, dann können wir hier nämlich auch schon Strom wegziehen. Ne, können wir nicht wegziehen. Quatsch. Wir müssen den Strom weiterhin hier hinführen. Das Industriegebiet werde ich auch mal mit Eisen versorgen. Dann können wir nämlich hier diese hässliche Leiste an. Oh. Wegziehen. Ich hoffe, das reicht aus. Das kriegen wir jetzt gleich gesagt. Die ganzen Gebäude versorgt bleiben. Ja, Windgeschwindigkeit passt. Industriegebiet ist auch soweit in Ordnung. Hier ziehen sie jetzt gerade unsere ersten Gewerbegebiete hoch. Ich habe eine kleine Idee. Und zwar werden wir hier so eine kleine Einkaufspassage hinsetzen. Das heißt, wir machen das hier wieder weg. So. Das sieht dann doch viel schöner aus, wenn wir hier ein paar Gebäude haben, die wir kaufen können. Machen wir hier die zwei Gebäude auch noch weg. Hier auch noch. Machen wir zwei Einkaufspassagen im Wohngebiet. Ja, man muss halt immer ein bisschen gucken, dass das Ganze auch durch die Stadt verteilt wird, damit nicht alle sich hier später sammeln. Ich meine, bei unserer Einwohnerzahl von 1000 geht das noch. Das werden wir später mal sehen, dass wir das unbedingt brauchen. Wo war das? Genau hier oben, auf dem Info. Lärm, das ist mir ganz wichtig. Wir sehen, habe ich letztes Mal schon gesagt, Rot ist böse, es wird immer schlimmer. Daher sollten wir hier gucken, dass es nicht zu stark ist, weil umso höher die Lärmbelastung ist, umso unwahrscheinlicher ist es, dass die Gebäude hier zum Beispiel Stufe 6 erreichen werden. Das heißt, dass die Häuser deutlich schöner werden, deutlich mehr Einwohner haben. Ja, das ist die Kurzfassung. Ja. Gucken wir mal weiter. Wasser passt alles. Ja, das gefällt mir immer noch nicht so. Da können wir aber gerade nichts dran ändern. Was ist hier los? Was war das gerade? Wieso ist es
Wassertankverbrauch. Wir haben gar keinen Tank. Ah, was ist denn hier los? Da kam letztens ein Update. Ich habe leider auch keine Ahnung, was dieses Update gemacht hat. Aber solange hier grüne Plüre rausläuft, ist alles in Ordnung. Ich hoffe, es ist grün. Ich bin farbenblind. Ich weiß es nicht ganz genau. Kann auch braun sein. So, Strom. Passt auch alles soweit. Hier hinten, das passt auch. Da setzen wir jetzt aber noch ein paar Industriegebiete. Die werden wir später irgendwann umfunktionieren. Das heißt, wir ziehen hier jetzt die erste Straße für heute rein. Und nee, eine Einspurige ist ganz blöd. Das machen wir heute nicht. Ja, die ganzen Mods, die ich habe, die haben ja auch einiges scheinbar verändert. Aber da können wir jetzt erstmal nicht drum. Und erstmal so weiter, wie ihr habt. Straße rein. Bis hier unten. Ja, das passt. Das sieht auch ganz schön aus. Dann machen wir dasselbe. Von hier. Das können wir sogar tatsächlich hier mal 90 Grad Ring rüberziehen, weil die Autos fahren ja hier direkt auf die Autobahn runter und fahren im seltensten Fall so rum. Das heißt, wir können hier tatsächlich die Straße so ziehen, weil diese Straßenseite ist nicht so gerade davon betroffen, von wegen viel Verkehr. Jetzt machen wir hier noch 90 Grad Winkel. Ne, das gefällt mir nicht. Oh, lieber hier rein. Nein, ich will aber keine Kurve. Dann müssen wir hier vielleicht doch ein bisschen anders arbeiten. Und zwar machen wir das dann so. Optimale Platzausbeute. Das gefällt mir. Die Straßen werde ich mir später mal angucken, was die alle machen. Da müsst ihr nicht zwingend dabei sein. Ihr wollt ja einfach nur sehen, wie unsere Stadt hier größer wird und auch funktioniert. Das ist nämlich das Wichtigste. Die Stadt muss funktionieren. So, hier brauchen wir bestimmt noch Wasser. Ne? Siehst du, habe ich wieder vergessen. Ich mache hier eine Wasserleitung runter. So, das Stadtgebiet ist ausgeschöpft. Kann ich mir noch einen Strommast. Windkraftanlagen können wir uns tatsächlich leisten. Dann setzen wir hier noch vorsichtshalber eine zweite hin. Ah, das war blöd. Das war nicht sehr effektiv. Ja, ist egal. Lassen wir jetzt einfach mal da sitzen. Ich pausiere. Ne, brauchen wir jetzt nicht pausieren. Wasser hatten wir, habe ich gesagt. Jetzt setzen wir hier noch zwei hin. Hauptsache, das ist gerade erstmal ein bisschen verteilt. Die Straßenführung passt auch hier soweit. Ja, das passt. So, da sollten sich jetzt im Laufe der Zeit ein paar ansiedeln. Und die Leute schreien immer noch nach Gewerbe. Gewerbe, Gewerbe, Gewerbe. Die sind echt kaufsüchtig. Ist nichts anderes als in der heutigen Zeit. Dann gehen wir doch mal hin und erweitern unsere Straße. Oh, was ist das denn? Katastrophe, Erkundung, sie sich gebaut. Ein Krater, der größte 3 steht kurz vor dem Einsturz. Ein was? Was für ein Krater? Aber wieso ist es dunkel? Das ist blöd. Jetzt hätte ich gerne tatsächlich Licht. Ich pausiere erstmal gerade, guck gerade nach, wie ich hier... Nein, das brauche ich gar nicht pausieren. Dann machen wir es einfach hier. Time Delay. So. Neue Zelle. Ich hoffe, das wird uns jetzt gleich hier angezeigt. Der Boden ist instabil geworden. Kann teilweise einbrechen, was zum Krater führt. Alles im Kraterbereich wird dabei zerstört. Ja, aber wo? Oh wei. Das ist nicht so schön. Ja. Das finde ich echt unlustig. Und, keine weiteren Informationen. Okay. Da haben wir tatsächlich unsere erste Katastrophe. Nicht damit gerechnet, dass es jetzt schon passiert. Oh, die Kriminalitätsrate steigt auch. Unser Geld schrumpft. Ja, müssen wir erstmal gucken. Jetzt müssen wir ein bisschen haushalten. Ja, ich glaube, wir bauen auf jeden Fall unsere Stadt. Was war das gerade? Das war eine Maus gerade rübergerutscht. Was ist hier? Ja, da passiert was. Erdbeben. Oh je. Wo ist das gewesen? Hier ist die Erde eingestürzt, glaube ich. War das eben schon so dreckig? Nee. Ich glaube tatsächlich, hier ist das eingestürzt. Gucken wir mal nach. Okay. Das kann aber... Nee,
Ja, Schule gibt es irgendwann. Jetzt noch nicht, ist noch nicht ganz so wichtig. Irgendwo ist ein Erdloch entstanden. Ich kann so. Ist gerade nicht finden. Krass. Ist die Katastrophe scheinbar nun vorbeigegangen. Haben wir tatsächlich Glück gehabt. Das heißt unsere Bürger. Tja, wir sollten uns aber mal um die Kriminalitätsrate kümmern. Die ist nämlich nicht so prickelnd. Ich setze mal erstmal hier in den Kreisverkehr. Das ist einfach gerade die beste Option. So. So, ihr habt gerade schon gesehen. Immer wie diese grüne Farbe hier. Die zeigen gerade, wo die Polizei ratzfatz ist. Bei uns ist erstmal nicht so wichtig, dass sie überall ratzfatz ist, weil unsere Stadt gut, die hat 1200 Einwohner, wir sind da selber. Das ist mir uninteressant. Hauptsache hier verschwinden jetzt gleich die Diebe. Die mag ich nicht. Vier Streifen waren sind schon unterwegs. Ist auch schon der erste zum Einsatz. Kann sich mal angucken, wo der hinfährt. Ah, Pause. Sieht man. Ort des Verbrechens ist hier vorne. Bestimmt hier mal versucht einzubrechen. Ja, er läuft direkt davor. Wird jetzt gleich bestimmt einer abgeführt. Oh, schöner Sonnenstuhl. Einfach mal in die Garage gelaufen. Schon weg. Ja. So, dann müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir die Polizei mal wieder schnell darüber führen können. Wie machen wir das am dümmsten? Am liebsten würde ich eine Brücke bauen, da habe ich aber gerade kein Geld zu. Das heißt, wir müssen erstmal weiter hier bauen, mit dem Platz, den wir haben. Dann werden wir hier noch ein paar Gewerbegebiete einfach hochziehen. Das muss jetzt erstmal wirklich nicht schön sein, Leute. Ob das funktioniert. So, ein Krater. Ah, Gott, noch ein Krater. Ne, da ist nichts passiert. Ich wüsste gerne, was da passiert ist. Ich hoffe, wir werden da gleich hingerufen. Wo es auch immer passiert ist. Es passiert hier aber eine Katastrophe nach der anderen, ey. Nicht schön. Gar nicht schön. Aber da müssen wir jetzt durch. Wir, unsere Bürger. Oh, Panik. Ah, da, da. Oh mein Gott, ein Erdloch. Zum Glück scheint da nichts. Das ist ein tiefes Loch geworden. Oh wei. Das müssen wir später wieder zugeben, wenn wir da bauen wollen. Wollen wir da bauen? Und das ist eine schöne Insel. Können wir später bestimmt mal bauen. Dann gucken wir erstmal zu, dass hier alles. Meine Dienstleistung vergessen. Ah, Feuerwehr. Komm, uns noch nicht leisten. Kommt gleich dazu. Beschleunige hier mal ein bisschen. Geld ein bisschen schneller reintrudelt. Ah, ist okay, ich habe noch keine Feuerwehr. Wissen wir. Kommt auch jetzt gleich. Oh, hier sind die Warnzentralen, die habe ich schon gar nicht gesehen. Ab 2-4 können wir das machen. Katastrophenschutzeinrichtung. Hubschrauber. Und das ist aber nicht so gut, habe ich gelesen, weil dann kommen die ersten Waldbrände. Ich glaube, da müssen wir später trotzdem durch. Was ist das? Tsunami-Warnboje. Das wäre auch nicht schlecht. Polizei habe ich gebaut. Können wir uns erstmal die Feuerwehr machen. Das ist erstmal wichtiger. Hier wird wieder genau dasselbe. Wieder in den Kreisverkehr setzen. Oder noch hier vor, das geht auch. Setzen wir es da hin. Die Leute freuen sich schon. Hier hinten braucht die Feuerwehr halt extrem lange hin. Da müssen sie jetzt aber erstmal durch. So. Sieht das schon ganz schön aus. Geld, 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 Geld. Die Leute sind echt verrückt hier. Immer noch Gewerbe. Immer mehr davon. Aber was ist mal komplett zu? Was ist jetzt passiert? Oh. Hey, wir sind eine Clemency Kleinstadt geworden. Das ist doch schon mal schön. Ja, gucken wir mal, was wir hier haben. Parkgebiet, Industriegebiet, Landschaftsbau. Oh, das wird ja richtig viel hier. Oh. Müssen wir echt mal später gucken. Damit anfangen können mit dem ganzen Kram. Zug können wir quasi schon bauen. Das mache ich aber noch nicht. Weil vertikaler Bauernhof. Das sieht doch cool aus. Dom. Das sieht auch voll cool aus. Da können wir uns später echt mal gucken. Aber erstmal muss unsere Kleinstadt, würde ich sagen, auf 2500. Ah, das war der falsche Knopf. Über den hier. 2500. Ja, 2400. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen aufpäppeln. Gerade will niemand in die Stadt ziehen. Leute, die Stadt ist wunderschön. Feuerwehr ist da, Polizei ist da. Ah, die Schule, die könnte auch ein Problem sein.
die bauen noch mal hier ins Stadtgebiet. Aber das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd mit der Einbahnstraße, aber da müssen wir jetzt erstmal durch am Anfang. Sonst wird die mal nach hier, da hat sie meiste Reichweite. Wunderschön, jetzt können wir auch schon mal wenigstens die Kinder in die Grundschule schicken. Sie haben auch direkt, 20 kommen direkt. Das wächst jetzt noch, die 300 werden eventuell sogar schon ausgereizt. Was haben wir da? Ha, cool. Also ein Report. So, Bevölkerung. Kinder 19%, 7 Geburten pro Woche. Ja, mehr kann man leider noch nicht uns angucken. Oh, da ist ein Gebäude aufgestuft worden. Das ist doch schön. Ja, jetzt haben wir leider Nacht. Das können wir umstellen, habe ich gerade eben gelernt. Ha. So, bauen wir den Leuten den Schlaf. So, hier gibt es nichts mit Schlafen. Immer weiter arbeiten. So, unsere Schule ist gebaut. 291, 290 Schüler. Sehr schön. Sieht auch ganz schön aus. Ich wollte aber eigentlich die andere gebaut haben. Für Freie. Aber okay. Pech gehabt. Unsere Kleinstadt floriert. 1500 Einwohner haben wir schon. Wir müssen aber scheinbar schon umbauen. Das heißt, ich werde hier tatsächlich jetzt die nächste Straße umziehen. Jetzt müssen wir gerade gucken. Wir werden wahrscheinlich die Straße umbauen müssen. Und zwar, dass die Autos erst noch da kommen, oder... Ja, müssen wir tatsächlich ein bisschen umbauen. Ja, das machen wir auch mal. Ich ziehe jetzt erstmal... Ich ziehe hier schon mal einen Kreisverkehr hin. Weil das Geld kommt ja rein. Kreisverkehr hier hin. Aber schon vierspurig. Wobei, so groß ist die Stadt gar nicht. Oder die Insel. Kommen wir eine dreispurige hin. Ja. Mal hier eine schöne dreispurige Straße hin. Gucken wir mal. Das ist ungefähr die Mitte der Insel. Ein Kreis. Ja. So. So. Ah. Stopp. Vergessen umzustellen auf Kreischen für. So. 2, 3. Mal ein bisschen größer. Ne, den machen wir. 2. 2. So. Das ist ja groß genug. Ich hoffe, da habe ich mich jetzt nicht vertan. Sieht kreisrund aus. Ja, sieht gut aus. Sieht fast so aus wie der da oben. Perfekt. Was ist das hier eigentlich? Da muss ich mich später mal mit befassen. Kann ich auch zumachen, ne? Ja. So. Ja. Ja, das werde ich auf jeden Fall mal ausmachen müssen. Ach, können wir pausieren. Das ist sehr schön. Ja, dann haben wir jetzt immer 11 Uhr. Auch die Leute wollen tatsächlich unsere Stadt ziehen. Das heißt, wir müssen uns hier ein bisschen beeilen. Ich bereite das hier schon mal so weit vor, dass die Leute hier hinziehen können. So eine kleine Hauptstadt. Machen wir das hier im Küstenabschnitt. Ja, das machen wir jetzt mal ein bisschen schön. So. Ja, das sieht doch wunderbar aus hier. Da will doch jeder wohnen. So ein bisschen natürlich Kreis mit reinbringen. Küstenstraße rüber. Die nutzen wir komplett aus, die Straße hier. Die Insel, sorry. Hier machen wir jetzt aber einen Bogen rein. Da hatte ich vor, dass wir hier das Wasser noch abfließen lassen. Einen kleinen schönen Fluss. Kann dann hier direkt lang fließen. Macht unsere Stadtmauer ein bisschen lebensfreundlicher. So. So, gucken wir mal, bis wo wir schon sind. Oh, da sind wir schon richtig weit. Die Stadtzufahrt machen wir am besten auf der Seite hier eine schöne Brücke rüber. Ja, das machen wir so. Dann ziehen wir jetzt hier erstmal hin. Nach da oben. Eine gerade Straße. Schon wenig aufgepasst, weil sie hätte mich auch dran erinnern können. So. Ne, machen wir.
keine gerade. Nee, machen wir keine gerade. Das ist doch so. Das ist schöner. So. Nee, das war kaputt. Gehen wir zurück. Oh, da habe ich... Ja, über drei Spurig ist auch okay. Das gefällt mir noch nicht. Muss man jetzt begradigen. Das gefällt mir immer noch nicht. So. Ist wieder weg. Jetzt aber. Okay, da machen wir jetzt ein gerades Stück, habe ich gerade gesehen. Das dürfte passen. Und einmal drehen. Ja, das sieht schön aus. Das lassen wir. Das ist unsere Hauptcity quasi. Hier machen wir noch eine zweite Hälfte hin. Da muss ich mir mal noch überlegen, ob wir da Stadt bauen oder eher Wald. Einen riesengroßen Stadtgarten quasi. Das werdet ihr aber in der nächsten Folge mitbekommen. Also, das war's von mir. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, das Guardian City auf Blühe zu lassen. Viel Spaß noch, bis demnächst.